brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen von einer weiteren Folge. Heute mit dem Grand Prix, mit dem Finale. Wir haben schon 6 Rennen gemacht, so wie ihr auch in der Thumbnail schon gesehen habt. Wir haben alle 6 Rennen mit Position 1 und Position 2 abgeschlossen. Gucken uns das mal hier an und wir machen zusammen die letzten 2 Rennen. Ich hoffe wirklich, dass wir die nächsten 2 Rennen auch Position 1 und Position 2 abschließen. Das Setup werden wir uns anschauen. Ich habe da wieder ein bisschen was geändert. Wir haben ja gestern in dem Video bei der Samstag-Qualifikation hatten wir auch ein anderes Setup. Ich habe da ein bisschen rumgefummelt. Allerdings bin ich jetzt auf einen gesunden Nenner gekommen und auf ein schönes Setup. Wir springen direkt ins Rennen. Vorletzten Rennen noch hier Silverstone haben wir noch zu machen und dann Montreal bei Regen. Ja, drückt mir die Daumen, dass alles so läuft, wie ich es auch haben will und dass wir hier dann den Grand Prix in Serie 9 in der Anwärterklasse mit Position 1 abschließen. Berichtet mir, wie es bei euch gelaufen ist, wenn ihr es in die Finalrunden geschafft habt. Was für eine Position habt ihr dort? Wie viele Punkte seid ihr da gefahren? Was hattet ihr für Schwierigkeiten? Ich bin hier in der Anwärterklasse, habe immer bessere Gegner, und so wie jetzt auch, wie ihr seht, und bin aber immer auf Softs rausgefahren, außer jetzt in Barcelona sowieso auf Softs auch und versucht immer eine Einbox-Strategie zu machen. In Barcelona habe ich sogar beide Fahrzeuge nicht repariert, habe sie beide auf Soft geschickt. Natürlich mit Boosts, nur so ist es dann auch möglich, halt das Auto auch nicht zu reparieren, damit wir auch nicht so viel boosten müssen, weil wir haben ja unseren Boost. So, ja, Position 8 und Position 10, das wird ein bisschen hart hier jetzt, aber wir versuchen trotzdem unser Bestes. So, geben nochmal Boosts, wie immer. Wir sind die ganze Zeit hier mit ewiges Feuer und mit Abtrieb gefahren, bei uns in den Fahrern. Ah, so. Ja, werden beide wieder auf Softs rausschicken. Werden eine Zwei-Box-Strategie fahren mit beiden Fahrern in Silverstone. Und versuchen, einen sehr, sehr guten Start hinzukriegen. Das ist eine sehr, sehr schlechte Qualifikation, die wir hier gefahren sind. Aber wir werden versuchen, wir werden alles geben. So, pushen am Anfang, um Plätze gut zu machen. Ein Fahrer wird für 2 Runden komplett auf Push bleiben. Und das, so wie es aussieht, ist Max Verstappen. Unser Gegner kommt auf Hard und auf Softs. Wie sieht es dann in dem anderen aus hier? Ja, die sind auch alle auf Hard draußen. Ah, da hat Max Verstappen jetzt auch mal ein bisschen geschlafen. Er muss jetzt Plätze machen. So, da haben wir schon mal... Nein, 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 da haben wir ihn wieder verloren. Holt er sich aber wieder. Sehr, sehr gut. So, Platz 4. Vor uns jetzt unser Rivale auf Harten. Wenn ich nicht so viel rede, tut es mir leid. Aber ich muss mich echt hier konzentrieren. Wir müssen uns hier konzentrieren, damit wir unsere Punkte nach Hause fahren. Max Verstappen hat jetzt den Rivalen auch geknackt. Sehr, sehr schön. Wir können jetzt in die Pits. Auto wird nicht repariert. Fahren auf regulär. Unser Gegner bleibt noch auf seinen Softs draußen, wie wir sehen. Da kommt einer, kommt rein hier. Ist nicht so leicht zu überholen hier, wie wir sehen. Ist einfach zu eng. So, Max Verstappen gibt noch ein bisschen Gas, der muss sich ja hier... Müssen normalerweise jetzt vor unserem Rivalen rauskommen. Pierre Gasly muss pitten. Auto wird nicht repariert. Und ihr seht selber, unser Gegner hier auf den harten Reifen hält uns ab. Hält uns ab. Wir verlieren kostbare Zeit. So, und da sind wir jetzt weg. Mit Max Verstappen auf Medium für die letzten 3 Runden. Pierre Gasly muss jetzt Gas geben. Unser Gegner
Wie ihr seht, ist auch auf einer 3-2-2 oder auf einer 3-3-1 unterwegs mit seinem Fahrer, mit einem Fahrer, und mit dem anderen kommt er jetzt auf hart rein. Pierre Gasly, das ist einfach zu eng. Das ist einfach zu eng. Das ist echt, das ist schade. Jetzt macht er die. Und jetzt muss er Gas geben. So, Verstappen kann auch Gas geben. Pierre Gasly muss Gas geben. Unser Gegner kommt danach die Runde rein, das ist gut. Eventuell haben wir da Glück und er hat da vielleicht irgendeinen Schaden oder so. Motorschaden wäre gut. So, unser Pierre Gasly kommt jetzt rein. Wechselt auch nochmal auf Softies. Kommt dann raus und kann auch nochmal durchknallen, komplett bis Ende durch. Kein Stau in der Pitlane, das ist sehr, sehr schön. Nur beide Fahrer müssen nochmal rein hier. Sein Valtteri Bottas muss rein und vor uns hier Max Verstappen auf Medium auf Platz 2. So, da kommt der Gegner rein. Wir versuchen jetzt Gas zu geben. Kommen beide rein, wie gesagt. Und jetzt, unser Gegner müsste jetzt rauskommen auf frischen Softs-Reifen. Jawohl. Wir versuchen jetzt die Position zu halten. Unser Pierre Gasly hier, da passiert einfach gar nichts. Das ist einfach ärgerlich. So, jetzt hat er sie überholt. Sind auf Position 5. Unser Rivale hier jetzt mit hat genug Sprit, hat genug Gummi. Und wir sind auf Medium und er ist auf Softs. Also ja, damit war es das. Das haben wir, unsere Siegesserie haben wir hier leider verloren in Silverstone. Das ist sehr, 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 sehr schade. Geben jetzt so ein bisschen Gas. Dass wir gar keinen Sprit mehr haben, ist mir egal. Hier müssen wir auch runter. Ja, Position 1 und Position 5, das ist ärgerlich. Position 4 haben wir noch geholt. Okay, immerhin. Immerhin. 45 Punkte. Also für den Grand Prix auf Platz 1 reicht es nicht. Weil wir haben hier auf Platz 1 jemanden, der ist 46 Punkte gefahren einmal. Und sonst 47. Also das haben wir jetzt hier leider in Silverstone. Ja, ihr seht selber, Bottas auf 7, Latifi auf 8. Ja, komplett anderes Equipment fährt er. Er fährt komplett mit einer anderen Strategie auch, wie wir auch gesehen haben. Er kam ja auf harten Reifen raus. Hat aber auch nicht gereicht, um Position 1 und Position 2 zu fahren. Also, ja, ärgerlich, 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 ärgerlich. Ich bin auch der Meinung, es hätte sowieso nicht gereicht, weil in Montreal bei Regen, boah, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Also 327 Punkte haben wir jetzt. Wenn wir jetzt nochmal 47 holen, dann haben wir hier 374. Müssten dann, ja, denjenigen müssten wir eigentlich dann auch überholen, weil wir haben ja nur ein Rennen mit 45. Gucken wir mal, wie es aussieht. Wir springen direkt ins nächste Rennen, Leute. Montreal bei Regen, 100% Regen. Oh Mann, Mann, Mann. Das ärgert mich jetzt tierisch. Das wäre so schön gewesen, da an erster Stelle zu stehen. Allerdings, naja, Silverstone ist immer so ein Ding. Das Qualifying war auch ziemlich schlecht. Manchmal denke ich mir auch, dass das Spiel das extra macht. Sodass wir dann halt nicht die Platzierung erzielen, die wir haben wollen. Ah, ja. Wenn ihr noch da seid, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, hinterlasst dem Video einen Daumen und abonniert den Channel, damit wir hier noch mehr Spaß haben können in Zukunft. Ich werde hier regelmäßig Videos hochladen von F1 Clash. Und ja, bin auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht. Nervt mich ein bisschen, dass wir hier nicht in Silverstone Platz 1 und Platz 2 gefahren sind, aber was wollen wir machen? Wir hoffen jetzt, dass wir dieses Rennen wenigstens auf, ja, perfekt, Platz 5 und Platz 6. Das sieht doch schon mal gut aus. Es regnet einfach permanent hier. Also werden wir auch unsere Boosts benutzen. Einmal Hex. Und für Pierre Gasly benutzen wir Prinz oder Coppa. Wir nehmen Prinz. Ja, wir nehmen Prinz. Davon haben wir nämlich auch noch ein paar. So, und springen direkt rein. Platz 5 und Platz 6 Quali. Sehr schön. Wie gesagt, berichtet mir von eurem Quali und von eurem Final Grand Prix. Und los geht's. Schreibt mir unten in die Kommentare, Jungs. Unten in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstiges. Checkt auch den Channel ab für die Gewinnstrategien in den gewissen Serien. Wir haben alles hier.
habe alles hier hochgeladen den letzten Monat und wir werden noch hart daran arbeiten, uns hier schön nach oben zu katapultieren. Am besten natürlich Serie 12 mit dem ganzen Equipment abgegradet, komplett Max, natürlich super. So, wir gehen jetzt hier runter vom Gas nach der Kurve hier. So, Start und Ziel. Haben wir ein Rennen komplett auf Push. Hat überhaupt nichts gebracht. So, versuchen jetzt gleich nochmal zu überholen hier. Platz 4, den McLaren vor uns. Lando Norris. Jetzt eventuell, nein, ist noch alles zu eng. Ihr seht selber, wenn es eng ist, dann ist es echt schwer. Und dann mit den Boosts ist das auch mega überpowered. Also muss man darauf aufpassen, wie wir da boosten. Weil sonst finden wir das Auto schnell in der Wand. So, Max Verstappen hat jetzt den Rivalen auch mal eben aufgegessen. Hat ihn mal eben vernascht. Ja, und Pierre Gasly macht, der macht einfach gar nichts. Holt nicht, das ist einfach nervig. Mal gucken, ob Max Verstappen jetzt noch was machen kann hier in der Runde. Manche kommen in die Pits, er macht direkt Lando Norris. Nein, es kommt keiner in die Pits. Lando Norris vernascht. Jetzt hoffen wir auch, dass der Russell vernascht jetzt hier. Und zwar genau hier unten und zack, rüber. Perfekt, so muss das sein. Gas geben bis zur Pitline. Wir pitten beide Fahrzeuge in der vierten Runde und danach gucken wir mal, ob wir Gas geben können. Hat er fast auch noch den zweiten gemacht. Also ihr seht selber, Hex ist ein Traum. Der hat sogar noch den zweiten gemacht. Die kommen alle noch nicht pitten. Die bleiben alle noch eine Runde drin, was für uns perfekt ist, weil dann machen wir einen Undercut auf beide. So, lauf, 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 fahr. Und jetzt auch hier Max Verstappen, bitte raus. Der Gegner macht uns Stau, weil er da mit beiden Fahrern hängt, ey. Wahnsinn. So, jetzt. Und jetzt will ich was vom Gasly sehen hier. Also Prinz enttäuscht mich, Boost. Hex ist wie nach wie vor immer sehr, sehr gut. So, da zack, direkt Platz 1 hier geholt. Jetzt haben wir auch den Rivalen überholt. Und ihr seht, wenn da Platz ist, dann sind die Boosts auch deutlich besser. Weil dann haben wir einfach Platz, um zu überholen. Ihr seht selber, Pierre Gasly macht hier gerade einen Platz nach dem anderen. Versucht jetzt noch ein bisschen zu pushen, um eventuell sogar noch an Platz 2 heranzukommen. Charles Leclerc. So, jetzt muss die Überholmanöver kommen. Ja, aber ist zu viel Chaos da. Ihr seht ja selber, Parcours ist sehr, sehr klein. Ne? Die Strecke hier in Montreal ist winzig. Und wir haben jetzt auch noch Leute, die wir überrunden müssen. Also das wird echt schwer, jetzt auch noch hier Platz 2 zu holen. Trotz, dass wir auf Full Boost sind. Jetzt muss der Angriff kommen. Kommt aber nicht jetzt auf der Geraden. Danach muss ich auch runter vom Gas, weil sonst unser Sprit nicht und unser Gummi natürlich auch nicht. So, das war's. Platz 1 und Platz 3, so wie es aussieht. Gucken gleich nochmal, ob wir ihn eventuell noch überholen können hier, aber das sieht, der blockt uns einfach zu gut. So, jetzt sind wir dran vorbei. Perfekt, jetzt runter vom Gas. Versuchen das nach Hause zu fahren. Perfekt, nochmal da weggekommen. Sehr, sehr schön. Platz 1 und Platz 2 außer Silverstone. Nur Silverstone hat uns das Genick gebrochen, leider. So, so schade. Das wäre so schön gewesen. Ja, nochmal 47 Punkte im letzten Rennen. Montreal bei Regen. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sehr, sehr spannend bei mir. Ich bin den ganzen Tag schon nervös gewesen, bis wann ich hier jetzt in die Rennen reingesprungen bin. Aber super trotzdem. Ein Rennen mit 45. Wir werden es nächste Woche nochmal in Serie 9 versuchen, da den Platz, also Platz 1 zu holen. Ich hoffe, dass es wenigstens für Platz, also in die Top 3 gereicht hat. Ich hoffe. Ja, Gegner fährt hier mit dem falschen Equipment, wie wir sehen. Das ist mein Setup hier, so wie ihr auch gesehen habt. Damit bin ich jetzt den kompletten Grand Prix gefahren und ich bin eigentlich so ziemlich zufrieden. Die Zuverlässigkeit rettet halt, weil man kann halt permanent auf dem Gas bleiben. Erst recht, wenn man dann Boost benutzt, die dir dann auch noch einen höheren, also mehr Reifen geben, damit man länger draußen bleiben kann und damit man einfach mehr pushen kann. Das ist schon geil. So, gucken wir mal, wo wir sind. Platz 3. Ich habe es noch nicht mal geschafft, hier den zweiten zu überholen.
374 Punkte. Immerhin, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich drücke euch die Daumen, falls ihr noch eure Rennen nicht gefahren seid. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis später. Ciao.